Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Ja, nach der letzten nicht so toll gelaufenen Folge wollen wir noch mal gucken, ja, wie das jetzt weitergeht hier. Ich will ja nicht hoffen, dass hier jetzt der Röhrig kommt und sagt: Nee, nee, ihr bleibt so lange, bis das fertig ist. Weil, ja, ich kann diese Cap-Ship-Missile-Mission oder wie man es schimpfen mag, echt nicht verklusen. Ich habe da so den Hass drauf. Gut, ich will hier aber nicht meckern und ragen. Probieren das jetzt so lange, bis das klappt hier. Oder es halt einfach doch so weitergeht. Laut Kommentar von Arrow. This is Colonel Walker. Your squadron's on standby. And as you know, your birds are prepped and ready to go. The Jimboey has finally been able to make contact with the TCS Kinney. She's been ambushed by three Kilrathi carriers, each throwing their full complement of fighters and bombers into the mix. Even though we've taken out an asteroid base and a heavy carrier, this system is apparently still a hotbed of cat activity. The Kinney is one of our few fleet carriers left on the front. If she goes down, so does a significant percentage of our power projection in this part of the sector. She's already lost more than two squadrons of fighters and the destroyer Algeria. I'm deploying the entire Hell's Archer squadron, even the spares, immediately. The Olympia's Black Sheep have sent over Captain Anderson and Lieutenant Kay, and one additional Arrow to fill up the ranks. I'll be leading the mission. All remaining squadrons will prepare for a Magnum launch. Our objective is simple. Save the Kinney at all cost. Gerettet werden. Ja, das ist nach wie vor dieselbe Mission. Muss das doch irgendwie hinkriegen, oder? Vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück und schaffe es einfach zufällig jetzt mal. So, das sind die Gleitfunktionen, ja. Nutze ich ja. Der Joystick. Sieht nicht so aus, als hätte man hier einfach eine Chance. Also ist das schon storymäßig. Nur diese Battle Axe, die müssen wir halt irgendwie zumindest schützen. Gucken, ob ich das jetzt mal hinkriege. Boom. Oh my God, the Kinney! You monsters! All units, no prisoners. No prisoners. Ja, keine Gefangenen. Ja, da oben schön lesen können. Ich
machen wir mal sauber hier. Hier war noch nichts. Nur Flieger. Bomber sind hier aber keine, ne? Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Breathy-Jagd. Gerade der auch. Ja. So. Colonel Walker, this is Farm Lord Leader. We are 5 minutes out from your position. You missed the party, Major. Colonel, there's several cruisers and a scout frigate just out of our visual range heading our way. No doubt they're keeping tabs on us. The rest of their fleet are behind them. In other words, time to get the hell out of Dodge. I want your squadron to knock those cap ships back a few days. Affirmative, Colonel. Commander Sweeney, recall the other squadrons and have them take up defensive positions around the Hermes. I am not going to let them cast add another trophy to their war chest. Alpha Wing, escort the battle axe and all Penny survivors home. Bravo Wing will cover the left flank. I'll take Charlie and flank right. So, und jetzt kommt diese ganze Aktion. Hört ihr lachen, mir fällt das jetzt irgendwie einfacher. Da wäre es mal interessant, ob die Engine das kapiert, dass mir das da schwerer fällt, dass es vielleicht nach ein paar Versuchen einfacher macht oder ob das dann wirklich nur Zufall ist.
Okay. Jetzt dürfte das eigentlich gleich kommen mit diesen Capship-Teilen, ne? Schauen wir mal. Raketenstart. Müsste ich die ja gleich reinkriegen hier. Na komm. So, einen habe ich ja schon mal erwischt, das ist ja schon mal ganz nett. Aber da tummeln sich noch einige mehr. Ach du Schande. Na komm, die auch noch. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Kann ich nur hoffen, dass er die das aushält. Und hier draufhalten, dass das Teil jetzt zerstört wird, ne? Ja, die kriege ich nicht mehr. Shit. Na komm schon, die kriege ich vielleicht noch. Verdammt. Zwei Stück sind da unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Mist. I'm sorry, my friend. I tried. I really tried. They knew that, Mike. They saw what you did. No one blames you. I blame myself. Verstehe nicht, wie man das machen soll. Das Zeitfenster ist irgendwie zu klein, die zu kriegen, diese Dinger. Da war ja selbst mit höherem Schwierigkeitsgrad auf Wing Commander 3 einfach. Ehrlich, sorry. Das geht mal gar nicht. So, zurück zur Nachbesprechung ist das hier, ja. But failure when we had a fighting chance is unacceptable. With the loss of the battle axe,
We've also lost the recon data from the Kinney, which would have told us the location and movement of the Kilrathi fleets in this system. That information would have allowed us to find the Skipper-Raketen rechtzeitig abzufangen. Überwachen Sie die Flugschneise zwischen der Corvette und der Battle Axe, sobald ein Abschuss gemeldet wird. Wenn sich die Rakete enttarnt, schießen Sie ab. Ja, habe ich ja gemacht, Mann. Zum Flugdeck. Dann gehe ich jetzt halt den Weg und versuch's mal mit einem Schwierigkeitsgrad weniger. Vielleicht geht das jetzt besser. Drück das jetzt bewusst weg, weil ist ja dasselbe. Kostet uns nur Zeit. Das ist echt ärgerlich. Das nervt mich. Aber wenn das eventuell jetzt die Lösung ist, ist das halt die Lösung für mich jetzt, weil ich möchte gern weiterspielen. Nochmal rein ins Getümmel. Hoffentlich jetzt mit Erfolg auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. All units, this is Kinney. We're abandoning ship. We're launching escape shuttles and jettisoning life pods. All remaining fighters stay on station and protect the evacuees. You heard him. Keep them away from the pods. You in hell, Ed. Back in the days, there used to be a navy of wooden ships and iron men. Then it became vice versa as we entered the stars. But it's relaxing to know that there are still men with iron will out there. Cut that horse shit, Kitty. You are not going to die. Just a few more minutes, son. The rest of the cavalry is almost here. Cavalry doesn't always come to the rescue, sir. Damn it, Kitty. Stop thinking like that. Da sind wir wohl zu langsam, ne? Das geht nie anders. Aber die Battle Axe, die werden wir wohl jetzt hoffentlich mal retten können hier. Ein paar Raketen rausgekloppt hier für ein paar Abschüsse. Colonel, I'm picking up another incoming group of Kilrathi fighters. They're slowing down. They know we're here. They aren't going to be hesitant for long. What's their ETA, Lieutenant? 5 minutes, tops. Hermes fighters, this is the TCS Battle Axe. We're starting a sweep to retrieve all life pods. Give us cover. We
win, your objectives have changed. Protect the frigate and personnel shuttles. Where the hell was our support? You left us out here to die! Cut the channel, Lieutenant. We're all on edge here, and bickering is not going to make things any better. We'll bring the Kenny and the rest of the guys back. Yes, sir. Damn, he's still alive. I guess I still owe you that drink, Viking. Assassin? Ninja? Sandman? This one I thought my day couldn't get any worse. Catch up on reunions later, boys. We have friends incoming. Oh, dann schauen wir mal hier. Ansonsten bin ich dann mit meinem Latein echt auch am Ende. Soweit so gut, ja. Ab jetzt dürften diese Capship-Teile kommen, die ich hoffentlich diesmal kriege, ja. Wie gesagt, zumindest und wie gezeigt mit dem kleinsten Schwierigkeitsgrad. Weil sonst nervt es mich jetzt echt richtig ab, dann habe ich erstmal keine Lust mehr. Thank you.
Ja, wo ist sie denn? Gibt's im Moment nicht rein. Aber jetzt da. Aber jetzt ist er weg. Das ist ätzend. Das ist die Frage, wo ist die Battle Axe? Ist sie da drüben, ne? Scheint so. Krieg ich nicht. Aber die nächste vielleicht. Gottes Willen, ey. Ich bin immer genau da, wo ich nicht sein sollte, müsste. Das auf was haben wir vorbeigetrudelt hier. Komm schon. Oh Gott, ey. Das ist doch kacke. Ja, wieder verkackt. Also nicht mal der Schwierigkeitsgrad hilft dir was. Ist einfach zu schwer. Kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Habe ich an dieser Stelle erstmal keine Lust mehr. Da muss irgendwie eine Lösung her. Sorry. Bis denn dann. Wenn es hoffentlich bald wieder heißt Wing Commander Saga.